jetzt stehen wir da. Ja, der besondere Typ ist ein bisschen heiser. Das ist wie. Er braucht da Medikamente. Alter, halt's Maul, da sag mir, wo du dein Dorf verstärkst. Die streiten da, oder wir? Bitte mir bess. Was soll das? Kumpel, geh mal weg, ja. Sind drei durch. Mach mir Flippi aus, geh. So, wir wollten ja. Du eine. Weit genug. Keine Waffen, los, Arme hoch. Die Arme hoch, warum? Oh, befummelt mich. Der fummelt durch jede Ritze. Also die Buben hauten schön, zum Schämmer. Mit der Frau haben sie nicht gesucht. Das Problem. Die Leute könnten glauben, ich hätte diesen Angriff befohlen. Sehen Sie sich deren Ausrüstung an, das ist beste Qualität. Leere Konserven? Die Leute glauben, ich hätte diese Special Forces geholt, werden sie sagen, Gakumba ist reich. Er nimmt unser Geld und versteckt es auf geheimen Konten. Beautiful. Gakumba kauft ganze Armeen und das ohne mit der Wimper zu zucken. Nach dem Lohnsöldner. Was zahlt man heute? Boom, Sie haben mich vorstellen? Ich bin ein nordirischer Bayer. Ein Eiskundisau. Noch hier? Gut, wir brauchen Freelancer. Sagen Sie's. Es gibt hier Special Forces, angeheuerte Söldner, bis an die Zähne bewaffnet. Also, hier wieder. Kommen per Fallschirm rein und holen Leute für Kohle raus. Er muss nicht wissen. Und der Gakumba? Kann er nicht wissen. Sie wollen eine große Nummer der APR rausholen, aber wenn der weg ist, gegen wen sollen wir dann kämpfen? Kommen Sie zur Sache. Die Special Forces haben eine gute Position in der Wüste, 2 Kilometer südöstlich. Gakumba möchte nicht, dass man denkt, er wolle jemanden verschwinden lassen, dann käme er schlecht weg. Bitte, das reicht. Sie müssen nur diese Männer finden und ihre Fahrzeuge zerstören. Die Ausrüstung im Fahrzeug, Funkgeräte, Feldflaschen, Munition und so. Das ist unser Krieg. Afrika gehört den Afrikanern. Wir brauchen keine Einmischung von außen. Stoppen Sie diese Männer. Der Stützpunkt ist im Süden der Wüste. Finden Sie das Team und zerstören Sie die Ausrüstung. Dann sind Sie erledigt. Hier ist Ihr Geld. Meine Kohle? Aha. Nicht vergessen, es ist eine Geheimmission. Und die kriegen voll raus, oder? Jungs kennt sie. Erwarten Sie keine Hilfe. Hat er so die Feldflaschen zerschissen? Nicht der Ernst? Die Ausrüstung zerstören? Ja gut, wenn im Mund. Bedarf. Da ist Hunger Maus, oder? Hey, du hier, den Service. Der Mond, der dir auf. Bitte, da leitet schon wieder das Telefon. Wer ruft noch? Was macht er? Bis er mit dem Kämpfen aufhört. Mein erster oder mein zweiter Freund? Er wird nie aufhören. Er nicht. Also greift er sich eine Schubkarre und stoppt sie voll mit der örtlichen. Sie haben eine neue Nachricht. Hallo, Sir, Singh hier. Ich bin in einem Unterschlupf 1 Kilometer östlich des Holzlagers. Bitte kommen Sie her. Er will sich seine Beichte mit einer riesigen Spende erkaufen. Das Singh. Wir wollen das Singh. Der Guabani, also. Mehr ist bester Freund. Nur an und fragen, was soll ich mit 5 US-Dollar anfangen? Du hättest Tacos gesehen. Wo ist der? Blau. Den soll. 3 Tage lang hat er die Kohle aufgebracht. Guabani ist blau. Die Sau. Das heißt, auf zu Guabani. Was willst du? Eine Polizeistation. Wir haben doch eine Polizei. Eine Savanne. Und der befindet sich. Oh Gott, schüttet es weit. Da könnte man. Mit dem Bus reisen, oder? Ich befinde mich bei Grün, oder? Hätte ich gesagt. Genau in der Mitte. Pala, etwas. Und wenn ich den Bus nehme, dann komme ich recht unten raus. Da ist das Ausrufezeichen. Das hat mich von oben. Thank you.
Meter speichern. Meter. Das Gute ist, die Busse sind da pünktlich. Im Gegensatz zur Deutschen Bahn. Wer ist das da? Die Patrouille ist hier. Die wandert durchs Gebüsch. Im wahrsten Sinne. Was blinkt hier? Mein Diamant. Hey, da ist er. Mein bester Freund. So, die 23 Stück. Respekt. Da rechts. Die Nachricht. Räume die ab, oder wie? Wenn ich auf dem Weg bin. Alter, wer will denn? Es müsste keiner da irgendwo sein. Schugi. Oh, warte mal. Was da oben los? Freund der Nacht. Jedenfalls nichts Gutes. Wer ist da oben? Keine Ahnung, ich schwärme mal aus. Bleib da, ich seh nach. Da hat der Feuer. Brennt was? Brennt nichts, ey. Leute, verlaufen. Die ist ja weit in Blut gedrängt. Scheiße. War der Feind von hinten. Moment. Die Kugel umarmen. Was ist da? Wo ist der? Du geh, Bruder. Schleich nur ich. Du nicht. Da haben sie ein Baggy. Ohne Höppchen. Was war das jetzt? Backe Kokain oder wie? Baby, ich höre dich. Sie reinzubringen ist einfach. Über die Berge, durch die Wüste. Viel schwieriger ist der Transport im Land. Wenn sie dich anhalten, musst du sie bestechen oder erschießen. Schlecht fürs Geschäft. Sobald die Ware im Land ist, willst du sie möglichst schnell abliefern. Soll sich doch der Kunde damit rumschlagen. Wie geht's am Transport weiter? Vor 6 Monaten habe ich einem Bantuwe 300 Kilo C4 geliefert. Er hatte ein Dutzend tote Männer dabei. Und das C4 in ihre Leichen gesteckt. Dachte wohl, dort sucht niemand. Clever. Der Diamant. Der tut rum, oder wie? Komm mit auf. Wenn du ein bisschen rumhopst, dann geht das. So ist er. 25, jawohl. Jetzt habe ich 3 Ziele schon. Links umhat. Oh Gott, der bescheuert. Da müssen die wieder die ganze Karten tigern. Der tigert die allerdings erstmal zum blauen Ziel. Der die Song. Man müsste aber jetzt mal wieder die Chance finden. Aha. Oh Scheiße! Pass auf, ich geh näher ran. Warte mal, wie sind die Dinger?
Komm, da werde ich zum Rambo. Wie schaut's denn aus? Wir möchten terminiert werden. Der Depp kugelt sich, oder wie? Keine Sorge, ich hab sie. Ja, der Yoshi. Er tut mich der Freund, oh Gott. Ich hoffe, der Schmuss bin ich ab. Okay, kein Problem. Ich passe auf. Flicken Sie sich zusammen. Oh Gott. Noch mindestens zwei. Ausrüstung. Die Kugel in den Pfoten. Sie müssen sich mehr dürfen. Hey, versorgen Sie die Wunde. Ja, Schip, geh in Deckung. Na los, komm schon. Warum sitzen Sie hier? Oder Wunderwind. Wer greift denn da an? Und du bist auch der 40? Schau, das ist wie 80 geschehen. Du kommst vielleicht davon. Du hast keine Ahnung. Du hast mich nicht erwischt. Und weißt du warum? Weil ich erst jetzt da bin. Das ist der schönste Albtraum. Versuch doch, mich zu erledigen. Ich weiß, wo du bist. Ich seh dich. Ich seh dich. Wo bist du, Mann? Ich seh dich. Wo bist du? Ja, sag mir. Glaube ich nicht. Hätte ich aber nicht gesehen. Ich hätte einen Luftschiff gesehen. Also, irgendwo anders ist es schon. Oh, da. Luftschiff. Wie schaut's aus? Geht du mit? Dort, da sind wir besser drauf. Oder musst du home um die Zeit? Ja, um die Zeit muss ein bisschen, oder? Der Yoshi. Und dann immer da home, oder wie? Da haben sie Rippen gegessen, schön. Eine Wachpost ausgespäht. Aha. Was haben da schon Kartoffeln gesammelt? Also, ihr seht schon, der Weg ist steinig. So, im Grunde muss ich geradeaus, oder? Hätte ich gesagt. Und ich befinde mich da bei den Kugeln. Weiter mal. Bevor der nächste Schlamassel kommt. Moment. Also diese Diamanten, die heute nerv. Geh mir vor wie so eine Schatzuhr. Da drum, oder wie? Aha. Hier liegt da rum. Seine Sandalen hat er verloren, der Depp. Scheiße, wo war die Straße? Da vorne. Habe ich eine Lampe? Nicht, gell? Auf L? Nein. Lampen brauchst du doch nicht. In der Savanne. Thank you.
Oh Gott, da vorne bei der Kreuzung. Gibt's da was? Wahrscheinlich, oder? Hätte ich gesagt. Wer haust da vorne? Wobei? Ein Waffenladen? Dritte Hand gut. Aber muss ich den jetzt freikämpfen, oder wie? Aber nur Frieden, oder wie? Ganz gut. Ja, das hat mich völlig dumm geschaut, die Song. Wir rüsten ein bisschen auf. Was haben wir da? Freischalten. Dieses wunderbare Land. Kann ich während einer Mission Waffen kaufen schon, oder? Sie stehlen es aus der Erde, aus den Flüssen, aus den. Eine Schallgedämpfte. Macht die Sinn? Ich glaube, ich nehme den da. Da gibt es eine Uzi 9mm. Jetzt hat die Diamanten, oh Gott, ein Wucher. Ein Granatwerfer, oh. 20. Da gibt die Kalaschnikow. Eine Sniper gibt es auch, geil. Ein Pfeilgewehr, was kann das? Makarow. Warte mal. Der Pistolengurt. Hat mir Munition, gell? Brauche ich. Moment, schalte mal das frei. Damit Sie ein Leben in Luxus. Und dann können wir nur die Verbesserung für die Pistolen, oder? Hätte ich gesagt. Dass Sie eure Zukunft und die eurer Kinder verkaufen. Nimm mal die zwei. Und bei der Ausrüstung. Wo gehen wir sie? Die Sekundärwaffenkiste. Aha. Ein Tarnanzug. Bei 45. Stealth-Verbesserung. Ich kümmere mal den leichten Angriffsgurt. Dann sind wir blank. Warte, oder? Ich sage nein. Und auch ihr müsst nein sagen. Bitte auf Spritzen. Film auf. Und ab geht's. Ich muss bei den Schwierigkeitsgrad mal durchs Minima. Ist die schon verbessert, oder wie? Warte mal, immer neu. Hört das. War das die 45er? Schon, oder? Hätte ich gesagt. Da fällt mir auf. Mit die Kapazität. Das merkt man. Ich habe hier nichts aus. Na gut. So, wir wollten ja zum blauen Punkt eigentlich. Der ist gleich am Sicker dafür. Moment, da gehen wir zu Fuß. Aus Sicherheitsgründen.
Hier, da drüben. Aha, will campen. Wer campt hier? Meist muss es ja freikämpfen. Kein Schweine holen wir dafür. Was ist da für ein Dümpel? Hat das Haus ein Tier? Schon, oder? Ich bin hier. Der Quabani. Er sitzt so erinnert. Sie kennen das Problem, Kankaras. Von dieser Fahndung gehört, es sind schon Special Forces im Land. Ich werde mich um sie kümmern müssen. Ich brauche einen, der sie umleitet. Überzeugen Sie, deren Kontaktperson in der Villa neue Koordinaten durchzugeben. Neue Koordinaten? Mori. Sollten Sie in der Wüste Ihr Zeug nicht zerstören? Auf engem Raum wird es leichter, glauben Sie mir. Ich werde Sie erwarten. Auch ein paar Männer der APR. Die Männer der APR? Finden Sie den Belgier in der Villa. Er hat Kontakt zu den Special Forces. Ein Granatwerfer. Da vermittelt er allerdings mein MG abgeben. Moment ist, Moment nicht. Da hinten. Scheiße. Wo war mein Auto? Volvo. Brauche ich den Kit? Der gibt mir doch nicht gegen. Wo ist da drin? Bist allerdings da mit. Jetzt ist weit, wobei. Da vorne bei der Bruckschule. Ich hab mir was erwarten. Irgendwas Bleihaltiges. Also diese Saubernschü, die schmeißen ihre Müll über Ruhe um den Land. Also da ist er. Mein Volvo.